جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں, ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبے زارو نزار. Zu Lebzeit des Verheißenen Messias, alaihi salam, hat es eine Person gegeben, die einen sonderbaren Anspruch gemacht hatte, nämlich, dass sie auch von Gott als ein Prophet auserwählt worden ist und Gott alle Menschen auf der Welt sozusagen befiehlt, dieser Person zu folgen, Gehorsam zu leisten. Und das war Dr. Alexander Doi aus Zion. Ende 1899 oder Anfang 1900 hat er behauptet, dass er ein Prophet Gottes sei. Und er hat auch sehr, sehr vulgäre Dinge gegen den Islam gesagt und hat sich auch sehr, sehr negativ geäußert. Und er forderte die Christen dazu auf, den Islam ein für alle Male zu vernichten und auszulöschen. Der verheißene Messias, al-Islam, erfuhr über ihn und hatte später auch seine Zeitung auch abonniert und auch alles mitverfolgt, was er da für Ansprüche macht und für Botschaften verbreitet. So hatte der verheißene Messias, al-Islam, 1902 aus Indien diese Person, die mittlerweile in Amerika, in Europa, in Australien große Bekanntheit erreicht hatte, angeschrieben und gesagt, dass Jesus verstorben sei und sein Grab in Kaschmir ist. Und das, was er jetzt voraussagt, dass nun jetzt die Zeit kommt, wo jeder, der nicht mehr an Jesus oder auch nicht mehr an ihn glaubt, ausgelöscht wird, zerstört, das Ende würde es für diese Menschen bedeuten und Christentum würde auf diese Weise auch obsiegen. Was bringt es denn den Christen, wenn die versuchen, den Islam auszulöschen, oder was bringt es dir, wenn du die Christen dazu aufforderst? Der Vorschlag des verheißenen Messias, alaihissalatu wassalam, war, wie wäre es, wenn du und ich an einem Gebetsduell teilnehmen und dadurch werden wir sehen, wer der Wahrhaftige ist und wer nicht. Er sagte, lass diese Menschen doch alle am Leben, nimm nur meine Person. Wir beide beten, dass wer von uns ein Lügner sei, diese Person soll leben, zur Lebzeit der anderen Person sterben. Und dies wäre sozusagen ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des anderen. Dawi hat logischerweise das Ganze ignoriert und ist nicht drauf eingegangen. Aber der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat nicht nur dem Dawi einen Brief geschrieben, sondern hat auch eine Kopie davon an die Zeitschrift von Zion geschickt. Und zufälligerweise wurde diese Zeitschrift auch von John Alexander Dawi ins Leben gerufen. 1903 hatte der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, Alexander Dawi nochmal angeschrieben und gleichzeitig auch Kopien an Zeitungen auch weitergegeben. Und der Inhalt dieses Briefes war, dass Alexander Doi, auch wenn er jetzt nicht diese Herausforderung des verheißenen Messias Islam annimmt, also zum Gebetsduell, Gott dennoch ihn aufgrund seiner Taten und aufgrund das, was er gerade macht und was er da für falsche Botschaften da verbreitet, Gott würde ihn sehr bald mit einer sehr ausdrucksstarken Strafe treffen. Und danach schrieb John Alexander Doi, dass es gibt einen Mann in Indien, und er behauptet, dass das Grab von Jesus in Kaschmir sei. Und meine Anhänger fragen mich, wieso ich ihm nie antworte. Glaubt ihr denn etwa, dass ich diesen Mücken und Fliegen antworten werde? Wenn ich meinen Fuß auf sie lege, werde ich sie zerstampfen. Das war seine Reaktion. Der verheißene Messias, al-Islam, hatte auf diese Reaktion dann sehr weiter dann in seinen Gebeten auch weiter zugenommen und noch stärker für ihn auch bei Allah da auch gebetet. Und wie vorhin auch angekündigt, er hatte diesen Unheil auf Zion schon prophezeit. Und es ist dann auch tatsächlich so gekommen. Der verheißene Messias, al-Islam, dieses Duell, dieses Gebetsduell hat praktisch begonnen. Und der einzige Ausweg war, indem John Alexander Dawi Reue zeigt. Und dies hat er nicht getan. In dem Moment, wo er auf den Höhepunkt seines Ruhmes gewesen war, hatte Gott ihn mit einem Schlaganfall getroffen. Da
ist es dann passiert, dass die Zunge, die er dazu benutzte, vulgärische Worte gegenüber dem Heiligen Propheten Mohammed auszudrücken, diese verstummte. Und weshalb er sehr, sehr schwach wurde und er musste nach Jamaika für seine Behandlung, für eine Therapie. Und während er weg war, verbreiteten sich viele Gerüchte in Zion, also in einer amerikanischen Stadt, und er wurde langsam bekannt als ein Betrüger. So kam auch später der Vertreter, der ihn ernannte, auch nach Zion, und er stellte fest, dass das ganze System finanziell eigentlich, die Schatzkammer auch fast ausgeräumt ist und so weiter, und da eigentlich nichts mehr ist, Richtiges. Und umgekehrt hatte Alexander aus Jamaika auch versucht, durch Telegramme gewisse Anweisungen und so weiter zu geben, und die wurden gar nicht befolgt. Man hat ihn einfach ignoriert. Man ist sogar so weit gegangen, dass man ihn nach einer gewissen Zeit auch geantwortet hat, dass wir kümmern uns gar nicht mehr um deine Anweisungen. Und als er dann diese Art von Botschaft bekommen hatte, wurde er wahnsinnig. Und trotz seines gesundheitlichen Zustandes kam er zurück. Und er hatte schon mitbekommen, dass die Stadt Zion und die ganzen Anhänger schon jetzt weg sind. Er hat da gar keinen Einfluss mehr. Briefe in seinem Haus wurden gefunden von unverheirateten Frauen. Liebesbriefe und Alkohol wurde gefunden. Obwohl er genau gegen das Ganze gepredigt hat. Und er sagte, dass das Ganze nicht so praktiziert werden soll und dass es gegen den Glauben ist, gegen den Christentum. Und trotzdem hat er diese Dinge praktiziert. Und er wurde dann bekannt als ein Heuchler und als ein Betrüger innerhalb der Stadt. Und als er davon mitbekommen hat, dass alles schief läuft in seiner Abwesenheit, ist er zurück nach Chicago gereist, von Jamaika zurück nach Chicago. Und sein Stellvertreter, der damals in Australien gelebt hat, wurde dann als Nachfolger auserwählt. Und der Nachfolger, also sein Stellvertreter, hat um die 1000 Stimmen gehabt, und Dowie selbst hatte ungefähr 100 Stimmen. Sein Ende war so erbärmlich, darüber berichten auch Biografien, dass es heißt, dass er von zwei afrikanischen Personen gepflegt wurde. Er war ein lebloser Körper, wie ein Stein, trugen sie von hier nach da. Und man hat ihn sogar fallen lassen häufig und lag dann häufig auf dem Boden. Und es hat keine Krankheit gegeben, die ihn nicht getroffen hatte, worunter er nicht leidete. Und später hatten ihn auch seine Frau verlassen, sein Kind hatten ihn verlassen. Es kam sogar heraus, sein Vater erklärte sogar, dass er ein uneheliches Kind gewesen ist. So war er als ein uneheliches Kind auch dann noch bekannt geworden. Und später, als er verstarb, kam zu seinem Begräbnis auch nicht seine Frau, auch nicht seine Kinder, nur einige Personen. Also das ist das Ende dieser Person gewesen, die der verheißene Messias Islam herausgefordert hatte. Und das Erstaunliche war, dass die Zeitungen all das auch mit berichteten. Und später, als sein Tod bekannt war, das wurde ebenfalls in Zeitungen der gesamten Welt, wurde diese Nachricht auch gegeben. Der verheißene Messias, Islam, hat sogar zwei Wochen vorher von Allah diese Kunde bekommen, dass sehr bald ein Zeichen kommen wird, und dieses Zeichen wird für die gesamte Welt sein.